Wo sind sie? Die Bestien. Ah ja. Offensichtlich. Wo ist mein Hund? Wo ist mein Hund? Oh, was haben wir hier? Winde? Natürlich den Baumstamm aus dem Weg, damit es hier weitergeht. Alles klar. Gucken, wie wir das hinkriegen. Ein paar Minütchen mache ich noch, aber ich fürchte, fertig kriege ich das Spiel heute hier nicht. Dann wird es noch einen Stream geben. Ah, okay. Die Gefahren. Rotkrummenspur, Hinweis, Maschine. Feuer anzünden. Druck im Auge behalten. Pausiere das Video jetzt einfach mal hier in der Hoffnung, dass jetzt vielleicht da vorne, wo es eben noch zu war, die Tür offen ist. Jetzt ist sie offen. Dampfbetriebenes Hilfsaggregat. Teppe East Creek Holzunternehmen. Black Hills Forest. Frederick County. Maryland. Dampfpfeife. Sicherheitsventil. Druckmesser. Druckregelventil. Feuerkammer. Okay. Was? Gucci? Wir haben gerade, wie auch immer man das spricht, egal. Wir haben gerade eine neue Lieferung erhalten. Komm zum Wartungsschuppen und hol die Teile ab, die du haben wolltest. Ist das hier der Wartungsschuppen? Auf jeden Fall ist hier mal nichts weiter, ne? Das hier kann ich auch nicht nehmen. Also, so wie ich das jetzt sehe, muss ich auf alle Fälle mal an das Gerät hier. Nur von der anderen Seite, so wie es aussieht. Ja. Jetzt gucken wir uns nochmal das Videoband an. Und nochmal von vorne. Okay, Feuer anzünden. Jetzt ist es an. Jawohl. Das Video mal weiter an.
valve, but the handle's missing. Griff fehlt. Na toll. Jetzt soll einen Griff suchen. Steam's escaping. Pressure's not gonna build up. Okay, da muss da irgendwas dran. Come on, buddy. Vielleicht doch in dem Schuppen da drüben? Jetzt ist die Tür wieder zu, ne? Ist ja... Ach du Heili. Obwohl, krieg ich's jetzt auf? Okay. Ich kann mir vorstellen, ich muss vielleicht nochmal rein. Vielleicht liegt es aber auch hier irgendwo, das Zeug, was ich... Moment. Da ist was. Das ist wieder ein Foto. Arcadius. Arcadius hatten wir aber auch schon mal. Da stand was auf dem Dokument, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass die Teile, die ich dafür brauche, jetzt dann im Schuppen liegen, wenn ich reingehe. Okay, 1 Uhr. So. Ist jetzt noch irgendwas hier, was ich hier nehmen kann? Ah, was? The main and shed looks promising. Maybe there's some spare parts left. Wartungsschuppen. You are here. Okay, also. Wartungsschuppen. Eigentlich genau auf der anderen Seite. Rausgekommen. Wo ist denn jetzt hier wieder der Wartungsschuppen? Ist doch schon der Wartungsschuppen, oder nicht? Würde mich jetzt wundern, wenn das nicht wäre. Irgendwie das Ventil schließen, ja. Etwas kann auf dieses Rohr geschraubt werden. Kann jetzt nicht sein, dass ich mich jetzt ewig lang an so einem komischen Baum aus dem Weg räumen Dings da beschäftige. Ist hier unten drunter vielleicht noch was? Nicht wirklich. Ich muss trotzdem noch mal in den Wartungsschuppen, fürchte ich. Jetzt ist er wieder zu, ne? Ja. Jetzt habe ich diese Zettel da nicht mehr, ne? Moment. Aber ich müsste ja im Inventar haben. Bullet. Nein. Hinweis. Der Hinweis. Brotkrumenspur. Die
die Gefahren. Das sind die Videos, okay. Hilfsaggregat-Handbuch. So. Also nochmal. Dampfpfeife, Sicherheitsventil, Druckmesser, Druckregelventil, Feuerkammer. Also ich würde da jetzt sagen, ich löse das noch, wenn ich jetzt wüsste, wo das genau alles rumliegt. Dampfpfeife, Sicherheitsventil, Druckmesser, Druckregelventil, Feuerkammer. Ja, es soll ja wohl so sein, dass hier alles drin liegen sollte, was man braucht. Ich bin in Camp A. Okay. Camp B. Geht's da vorne? Maintenance Shed. Aber da sind wir dann doch. Ja. Sind wir dann doch eigentlich bei diesem Maintenance Shed, wenn das diese Hütte sein soll? Zu der wir angeblich müssen. Okay, ja, jetzt müssen wir förmlich weitermachen. Alles klar, komm. War das eine schlechte Idee, hierher zu kommen? Wo ist der Hund? Komm her, mein Hund. Wir müssen auf jeden Fall erstmal die Viecher loswerden hier, bevor es hier weitergeht. Komm hier. Sieht gut aus. Sehr schön. Also. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier müssen wir jetzt wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen außen rum und gucken, wie wir da hinkommen. Was haben wir hier? Druckmesser 2, Schleifrad, Antriebsriemen, Messingventil, Löschschlauch. Okay. Wir stellen noch mehr Ventile. Lager B hat das letzte für ihr Hilfsaggregat verwendet. Soll ich vielleicht da am Hilfsaggregat wieder abnehmen? Gucken wir mal, ob wir außen rum kommen. Da liegt was. How the hell did they get here? Wieder Hundemarke. Marley Oliver S. Protestant.
Was haben die denn alle mit ihren Religionen hier? Bild? Sergius? Sollte das so heißen? Okay, also da ist... Warte mal, warte. Da ist dieser... Holt der Hund das jetzt? Holt der Hund das? Tatsächlich. Du bist ja ein Feiner. Wo bist du? Oh, du bist ja ein Feiner. One down, one to go. Du bist ein Feiner, gell? Yeah, good dog. Okay. Hast du noch mehr? Hier irgendwie? Vielleicht? Diese. Auf die Dauer werden diese Kopfhörer leider unbequem. Ah, ich mache jetzt echt nicht mehr lange. Jetzt haben wir hier dieses Druckmessventil. Jetzt sollten wir noch so einen Hebel finden, glaube ich. Also ich bin schon am Überlegen, ob ich vielleicht irgendwie einfach nicht in der Lage bin für so ein Spiel. Oder halt, ob ich zu alt werde. Vielleicht sollte ich aufhören, sowas zu spielen, wo man Sachen suchen muss. Hier geht es natürlich noch weiter mit dem Gleis. Das ist ja auch interessant. Ich weiß nicht, ob das so schön ist. Vielleicht findet sich aber hier ein Hebel. Vielleicht laufe ich aber auch gerade zurück. Ich laufe auch ein... Ja, genau. Ich laufe ja theoretisch... Ich laufe ja ein... Nee, ich laufe sogar weiter. Ich laufe nicht zurück. Da vorne wäre... Die Richtung wäre für meinen Generator, den ich betätigen muss. Und laufe ich jetzt... Hey, muss ich auch den Hebel hier abmachen? Ich weiß es ja nicht. Da ist eine Kurbel dran auf jeden Fall. Aber die hilft mir auch nicht weiter. Die habe ich angeworfen hier das letzte Mal. Also der Generator lief gar... Also das Gerät hier lief gar nicht, als ich das erste Mal hierher kam. Das musste ich erst anschalten. Bist du eigentlich noch da, mein Freund? Oder bist du schon wieder gegangen vor lauter Langeweile, weil hier nichts passiert? Also ich werde jetzt noch Folgendes probieren. Ich folge jetzt hier einfach mal weiter den Gleisen. Ich denke, dass ich sterben werde. Aber vielleicht liegt ja auch irgendwo dieser Hebel rum. Vielleicht muss ich ja... Moment. Da ist noch etwas. Da blinkt etwas rot. Okay. Es wird jetzt wieder spannend. Ich höre nämlich grauenhaftes hier, Grummeln. Okay. Ich habe es wieder. Wo sind sie? Die Bestien. Ah ja. Offensichtlich. Wo ist mein Hund? Wo ist mein Hund? Hund! Ich brauch dich doch. Ja, ja. Okay, Bullet, hilf mir, hilf mir. Okay, Hund. Ja. Nee, andersrum. Also ich finde ja... Oh. Okay, du bist eingepennt oder sowas. Du antwortest mir nicht mehr. Okay, aber das scheint ja irgendwie nicht ganz verkehrt hier zu sein, was ich jetzt gerade mache. Einfach überall, so gut es geht, Licht an und Viehzeug wegscheuchen. Und dann geht es hier vielleicht irgendwie mal weiter. Oh, guck mal, ein längerer Kommentar. Den kann ich jetzt gerade nicht lesen. Ich habe nämlich Stress. Obwohl, jetzt ist ruhig, ne? Ich glaube, solange ich hier bleibe, kann ich den Kommentar mal lesen. Das sind auch diese Geräusche hier. Die sind irgendwie... Die wirken so...
als ob irgendwo ein Stein geschmissen wird, ein Stein runterfällt oder gegen einen Baum geschmissen wird. Das klingt aber so, als wäre es hier im Raum neben mir. Haut der Erwartung, setzt die Lore zurück, stellt die Weiche über, hä? So, um dass sie nach links führt. Um das erste ein. Es klingt echt, als wäre das bei mir im Raum hier. Das ist unglaublich. Und ich habe nicht mal die besten Kopfhörer auf. Fahr mit der Lore zur Wartung. Wo bin ich denn hier? Was ist denn das für eine Stelle? Moment. Camp B. Na, es ist Camp B. Egal. Schmeißt dort den blinkenden Granaten, wie du mehrmals betätigst. Könnte das jener hier sein? Alles klärchen, Bärchen. Hündchen. Wo bist du? Ich brauche dich. Komm sofort her. Es ist so aufregend. Hoi, hoi, hoi. Hund! Moment! Wo bist du? Sehr schön. Wo ist er? War's das jetzt schon? Ah, okay. Hat das Spiel nach meinem ersten Tod gemerkt, der bringt's nicht. Was schreibst du, Junge? Wie viel? Du kopierst da Sachen aus dem Internet raus, gell? Ja, das Ersatzteil habe ich geholt. In der ersten Hütte und jetzt weiter zu Camp B. Das ist ja das, wo ich jetzt bin. Das heißt, ich habe ja gar nicht so furchtbar viel falsch gemacht, ne? Jetzt ist es nur daran. Er kennt den kleinen Hügel. Bitte nicht zu viel. Also, ne? Kleiner Hügel, da ist doch gar nicht die Rede von. Lass mir mal eine Sache fertig machen. Auch bitte nicht die komplette Lösung jetzt posten bis zum Ende des Spiels. Ein kleines bisschen was selber machen möchte ich auch noch. Oh. Oh. Ich sagte, du sollst nicht die komplette Lösung posten. Oh, guck mal, ein Runenstein oder sowas. Auf jeden Fall ist da irgendwas drauf, ne? Sieht aber vielleicht auch einfach nur kacke aus. So, was haben wir denn hier? Fuses, go figure. Sicherungen. Hm. Maybe they had some spares lying around. Hier liegt bestimmt irgendwo eine Sicherung rum. Irgendwo hier im Wald. Und die soll ich jetzt suchen. Such mal eine Sicherung. Sicherung? Magst du an der... Warte mal. Vielleicht gebe ich dir die Sicherung zum... Moment. Moment. Ja gut. Lauf einfach. Guck mal, ein Hebel, oder? Nee, was ist denn das? Well, hello there. Eine Sicherung. Gut, dann haben wir noch einen Schraubenzieher. Nö, brauchen wir nicht. Also gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal dahin zurück, wo kaputte Sicherung ist, gell? So. So. Nicht wirklich, ne? Ja, hat jetzt nur nicht wirklich was gebracht, ne? Habe ich jetzt kaputte Sicherung vielleicht wieder reingemacht? Ah! Das ist doch jetzt gut. Das gefällt mir. So, jetzt lese ich mal die ganzen Kommentare. Kaputte Sicherung habe ich gewechselt. Bullet findet schnell der neue, das kann ich bestätigen. Auf dem Tisch liegt eine Notiz. Folgt dem Pfad. Auf dem Tisch in der Nähe liegt eine Notiz. Wo ist denn der Hund jetzt hingerannt? Hier vorne. Hier war die Sicherung. Auf dem Tisch in der Nähe liegt eine Notiz. In der Nähe, in welcher Richtung denn?
Ist das hier vielleicht als Tisch gedacht? Das ist ein Tisch hier, ne? Notiz. Schauen wir uns doch an. Lesen wir auch gleich. Psychologisches Gutachten, das wird wahrscheinlich das eigene sein, ne? Hintergründige Zusammenfassung und Grund für die Zuweisung. Patient wurde von seinen Eltern aufgrund von extremen Panikattacken, Schlaflosigkeit und Schlafwandlerei als Folge eines traumatischen Erlebnisses zugewiesen. Ich empfehle 3 therapeutische Sitzungen pro Woche. Während eines einleitenden Gesprächs konnte ich folgende Erkenntnisse erringen. Der Patient verweigert aktiv jegliche Erinnerung an das Ereignis. Seit dem Trauma ist er von lebhaften Albträumen geplagt, offenbar eine Art verarbeitende Reaktion des Körpers. Er legt hinsichtlich des Ereignisses emotionale Abgestumpftheit, irrationale Aggressivität sowie Verfremdung an den Tag. Ja, das ist meine. Also, er ist psychisches Gutachten. So, mehr Hilfe gibt es vorerst nicht. Das ist gut so, danke. Wo ist eigentlich die Bitchpatch, Mensch? Die ist ja auch immer eigentlich dabei, oder? Häufig, wenn es um Horror geht. Warum guckst du so in die Richtung? Müssen wir da hin? Ich denke es mal schon, da hinten ist Licht an. Nichtsdestotrotz, ich fühle mich hier eigentlich gerade ganz wohl, wo so viel Licht hier ist. Vielleicht kann man was finden. Ich habe übrigens auch im letzten Stream noch, da habe ich im Auto gesessen und musste da die Sicherung neu reinmachen, um die Beleuchtung anzumachen, beziehungsweise das Aufblendlicht des Fahrzeuges. Und da habe ich irgendwie da einen Sender eingestellt, also einen Radiosender. Und dann hat mir da eine Stimme was erzählt, so locker flockig, wie man es hier halt so gewöhnt ist in dem Spiel, ne? So leicht flüsternd und geheimnisvoll. Und dann hatte ich plötzlich die Kombination für das Zahlenschloss in diesem Bunker da in der Hand. Ich weiß nicht, ob du das auch gekriegt hast. Ich wäre auf jeden Fall bis dato mal ganz gerne zu diesem Bunker zurückgegangen und hätte das Schloss geöffnet. Hat sich allerdings bis jetzt leider nicht ergeben. Aber vielleicht komme ich da ja nochmal hin. Aber dass man hier häufig im Kreis läuft, ist mir jetzt schon aufgefallen. Hattest du nicht. Das ist interessant. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass wir an diesem Bunker nochmal vorbeikommen. Also ich habe längere Zeit einfach im Auto gesessen und einen Radiosender gehört und dann hat er plötzlich, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, gestört? War eine kurze Störung da? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat dann plötzlich mir diese Stimme da Dinge zugeflüstert. Heel. Vermutlich die Hexe. So, also Richtung ist jetzt mal komplett falsch, in die ich gerade laufe, aber jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Dampfer. Jetzt geht's nämlich dahinter. Das ist ein bisschen schwierig hier, weil ja alles gleich aussieht, ne? Aber das Problem kennst du ja. Hier komme ich jetzt gar nicht hoch, ne? Im richtigen Leben würde man halt hochklettern. Hier geht das nicht. Das ist Spiellogik, wo man nicht hin soll. Da wird man auch nicht hinkommen. Beziehungsweise, wenn man da hinkommen soll, wird man genau so da hinkommen, wie es das Spiel will. Und das wird jetzt... Höh! Moment, das ist jetzt einfach nur so ein Zweig. Ja, das ist jetzt nichts, worüber ich mir ernsthaft Gedanken machen würde. Nein, nein. So. Da ist ein Lichtchen. Da gehe ich mal drunter durch, weil ich das soll. Schätze ich. So, da ist jetzt weiterhin Licht. Und hier geht es jetzt hoffentlich... geht es jetzt auch nicht hoch. Da... Alles klar. Vielleicht da über... Nee. Da geht es jetzt lang? Ich bin schon wieder völlig durcheinander. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich hier mache. Ich weiß auch nicht, ob ich das hier machen soll. Was? Ach, das sah gerade wieder wie jemand unter Ästen vergrabenes aus. Alter, echt unglaublich. Moment. Das sieht doch jetzt schnieke aus hier, ne? Ja. Das kann so ein Spiel natürlich auch strecken, ne? Wenn man sich so verhakelt irgendwo und sich nicht mehr zurechtfindet. Jetzt könnte ich natürlich von jenem uralten Gerät hier vielleicht irgendwo... Das ist nämlich auch so ein Generator. Nur der ist absolut nicht mehr brauchbar. Was, Hund? Erschreck mich doch nicht so. Schlimmer als die Viecher hier. So. Ja, ich hab doch... Moment.
Also vielleicht den Regler hier? Nicht den Regler, ich brauche ja noch dieses Rad. Jenes hier vielleicht? Wenn ich hier wieder rauskomme, das gibt's doch nicht. Kann es sein? Kann es wirklich sein? So, okay. So. Ja, jenes Rädchen. Ne? Das ist schön. Ah, der Hebel. Den Hebel habe ich immer noch nicht. Es kann doch wohl nicht mein Ernst sein, dass ich hier jetzt nochmal stundenlang nach dem Hebel suchen muss.